Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deus Ex. Ich dachte, da geht's weiter. So, dass der Boden da weitergeht. Nein! Mist. Ah, das hat nicht geklappt. Dann lade ich einfach nochmal. Schade. Ich hätte ja gehofft, dass man sich hier irgendwie... Jipsa. Ah, verdammt. Auch das hat nicht geklappt. Würde es denn was bringen? Wie gesagt, ich hätte eigentlich gehofft, dass man da oben bis hier rumschleichen kann. Na, wäre ich vielleicht bis da, könnte vielleicht auch die Laterne drauf. Aber das war's dann auch schon. Okay. Halb so wild. Nichts verpasst. Jetzt endlich in den Porte d'Enfer Club. Um vielleicht endlich mal Nicolette zu treffen. Bei den Studenten und Verbrechern. Das ist wohl der Hintereingang. 300 Credits. Was? Ne. No thanks. You are not our first choice of customer either. Das ist mir egal. Die Triche. Und hier unendlich. Ah, ich habe den passenden Schlüssel nicht. Passt der denn vielleicht hier? Nee. Aber ich habe da so eine Vermutung, dass... Es gibt ja noch das andere Apartment direkt über dem Club hier. Dass ich vielleicht dort den Schlüssel finden könnte. Wo war das noch gleich? Ach ja, richtig, das war hier hinten. Genau, da ist der Mensch. Dessen Kumpel. Oh nein, arme Ratte, dessen Kumpel ich die Drogen verkauft habe. Und hier ist noch eine Tür. Die braucht sogar nur zwei Dietriche. Die knack ich mal eben auf. Spar mir die Explosivteile. Und ich hoffe ja, oder ich vermute, dass ich hier drin den Schlüssel für... den Club finde. Vielleicht wohnt hier ja jemand, der öfter mal in den Club geht oder so. Wow, okay. Ich schaue mich zuerst unten um. Das ist ja doch größer als gedacht. Da ist jemand. Hey, this is our apartment. Tja. Eine Bratpfanne. Okay, ja, da ist noch jemand. If you're looking for that crook with the weapons, he lives next door. What about your mother? Der Typ mit den Waffen ist dann wohl der aus der anderen Wohnung, nehme ich an. Mit dem Plasmagewehr und so. Von der letzten, oder aus der letzten Folge. Boah, so viel Zeug, so viel zu erforschen. Ich höre Schritte. Könnte natürlich auch meine eigenen sein. Aber da ist halt kein Schlüssel drin. Das heißt, das ist vielleicht gar nicht das, was ich suche. Ich will jetzt auch nicht den armen Leuten, die ihre Sachen klauen. Oh, eine Tür? Ah, ein Balkon. Oh. Nee. Interessant. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich da auch hochgekommen wäre von unten. Ob ich da auch von außen hätte reinkommen können. Oh, Credits. Ich wollte gerade sagen, ich will die armen Leute hier nicht beklauen, aber hey, weißt du was? Wird schon passen. Mal wieder Kontodaten. Nee, aber diese Credits wollte ich eigentlich. Oh nein, ich bin ja schon komplett geheilt. Na, dann halt. Oh nein, das tut mir leid. Sag mal, das muss doch irgendwo den Schlüssel geben. Oder muss ich hier wirklich meine 300 Credits zahlen? Wäre ja blöd. Moment, Blödsinn. Hintenrum komme ich ja nicht rein. Ich glaube, die Tür hintenrum war auch unendlich, oder?
Das heißt, da dürfte ich jetzt auch nicht wirklich reinkommen. Das war die hier, genau. Ach nee, 4 Dietriche und 75%. Kann man das aufsprengen? Ein Lamp? 75%. Ja. Alles gut. Das war ja einfacher als gedacht. Ist das nicht der Club? Ich dachte, das hier wäre der Club. You work here? The bartender will help you. I am the accountant. Just a few questions. Have you heard of Silhouette? So, you're in that game. Don't say a word. I don't want to know. But for 1,000 credits, I'll give you the address of an arms smuggler who is out of town. Do you need guns? Bei dem war ich schon. No way. Talk to me again. I am your man. Danke, aber bei dem war ich schon. Ist, was ich brauche nicht. Und ich nehme an, das hier ist dann die andere Seite des Lüftungsschachteingangs. Oh, das dürfte mit der Pistole sogar gehen. Ja. Und es ist ihm egal. Ich habe den Schlüssel zum Club. Yeah. Code für den Lagerraum 1966. Ein paar Credits und eine Biozelle. Yeah. Yeah, baby. So, ach, da ist der Club. Was? Achso, 1966, ja, stimmt. Lalala. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte mich eingesperrt, was ziemlich dämlich gewesen wäre. Oh, hab ich doch schon genug. Brauche ich. Moment. Sehr schnell wieder Basketball. So einen will ich auch mal. Hab ich immer noch nicht mehr die Waffe. Oh, ich habe genug Pfeile. Brauch keine Pfeile mehr. Bin ich immer noch voll geheilt. Ja. Das heißt, die Lärm habe ich vorhin immerhin nicht erwischt. Was gibt's hier alles? Zigaretten. Da. Hä? Was ist das? Ihr kennt's nicht. Hab ich so hoch? Nee. Was ist das? Was ist das? Achso, Zigaretten. Okay. Gibt's irgendwas ganz oben? Nö. Vielleicht hier? Nein, auch nicht. Dann hätte ich hier noch Wein und Betäubungspfeile und Feuerpfeile. Überhaupt brauche ich nicht. Nehme ich 100 Credits und Zeug. Yeah. Immerhin. Ne? Hat sich schon fast gelohnt, hier einzubrechen. Nein, ich will da raus. Komm ich da jetzt raus? So komme ich da raus. Ohne Aufsehen zu erwecken. Please, keep your weapons concealed. Qu'est-ce que je vous sers? Was ich will, hat er, glaube ich, gefragt. Thin crowd. Reden. Has martial law heard business? Heard business? Heard business? You can even get on the metro. How can you get to the club without the metro? I came through the catacombs. Oui, oui. The only way is to crawl on your belly like a stinking rat. That's all we get, stinking rats. Silhouette members, you mean? Rats, and the Gestapo, and they want free drinks. Gestapo? Not French soldiers. Some of them don't even speak French. The troops at the metro? Oui, there was a coup. We see the president only on video recording, and sweat is dripping from his mustache because it's obvious. Someone is pointing a gun at his head. You might be right about that. Never mind. Okay, mit der Gestapo meint er wahrscheinlich die MJ-12-Truppen. Boah, ist der Club riesig. Wo fange ich denn an? Have a light? I don't smoke. What's your name? I'm a little busy right now. Hey, can I ask a favor? I'm out of money. Have any spare chips? How does someone with no money get into a club with a 300 credit cover charge? My friends work here. Then you must know all about the place. Oh yes, I used to work in the office. I could tell you anything. How about 200 credits? I could give you the code to the safe room.
Already been there. Are you sure? I broke in myself. Looks like that code isn't going to be as valuable as you thought. Oh, great. I really hit bottom this time. That was my last chance to make any cash. I hope you're happy. Maybe you should try getting a job. What else do you want to know? Is this me, Nicolette Duclair? What about Nicolette Duclair? Know her? I don't want to get mixed up in any of that. I stay out of other people's business. Mixed up in what? You know how they used to steal sunglasses from the street cops or run by with scissors and cut off their ties? That kind of thing. Always calling attention to themselves. You mean Silhouette? I think they were trying to save Paris from exactly what's going on right now. Funny way of doing it, and pretty dangerous. Once people know who you are, you can be killed. Just like that. Just like Nicolette's mother. Enough! I'm not saying her name again. As far as I'm concerned, this place could burn down. Oh. Das heißt, sie will sich nicht in die Angelegenheiten von anderen einmischen, aber sie wäre bereit, mir den Code zu verkaufen. I know the bathroom is unisex, but just wait a minute, will you? Interessante Form von nicht einmischen. Das ist auch interessant. Mal schauen, wo das hinführt. Das ist ja eigentlich eher so Zwergesens Methode. Aha. Das ist nicht da, wo ich vorhin schon war. Das könnte vielleicht der Safe sein. Oder? Nee, bitte, da war ich doch schon. Hier liegt auch nichts. Ich finde die Toiletten echt interessant. Aha. Mal so ein Gangteil. Schauen wir, wo das jetzt hinführt. Nach oben nehme ich an. Na komm, es geht schneller. Wehe, du bist verschlossen. Get out! What are you doing? Nix. Haupteingang des Clubs. Yeah. Ach so, ach hier bin ich. Das ist ja lustig. Out! A minute! Ja, bin schon weg. Ach so, nein, verdammt. Das ist dann der andere Eingang. Der Hintereingang. Nein! Buggy! Ah, gut. Jetzt muss ich ein bisschen beschleunigen. So, erstmal so. Ich kann immerhin zur Vordertür jetzt wieder raus. Weil ich ja den Schlüssel jetzt habe. I will bring it up to Mr. Tarot. Andererseits hatte ich den, glaube ich, davor auch schon. Keine Ahnung, was da jetzt eigentlich... Ach, was weiß ich. Pretty lady, huh? Wow. Ach nein, das ist nur ein Spiegel. Bist du Nicolette? Nein. Ah, noch ein Spiegel. What? Was? Das ist ja viel kleiner als gedacht. Bist du Nicolette? Nein. Everything is satisfactory, I trust. We remodeled the upstairs. Alles gut. Ach ja. Gut. Ich werde jetzt erstmal... Was? I love this place. Moment. Wo war ich denn gerade? Ich bin gerade voll verlaufen. Ich bin gerade total verlaufen. I think I finally struck bei dir war ich gerade. Wie kam ich da gerade hoch? War das wirklich hier? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil ich gerade nicht weiß, wo ich bin. Genau, hier kam ich raus. Hier habe ich angefangen. Da drüben in den Toiletten war ich. Gut. Und beim nächsten Mal schaue ich mich dann hier weiter um. Ich speichere nochmal richtig. Und ansonsten... They said I was stealing, which isn't true. Everybody else was doing exactly the same thing. Das macht's aber noch lange nicht richtig. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.